und Tana Berghausen wurde erschlagen vor den Augen auch ihrer Eltern im Viehwaggon in Auschwitz-Birkenau. Da war sie ein Jahr alt. Ruben Bär aber erstickte, als sich die Blausäure des Zyklon B in sein Blut legte. Da war er 5 Jahre. Und Alma Rosé strich über die Saiten ihrer Violine im Mädchenorchester von Auschwitz wie eine Streich voll Angst über das Antlitz ihrer Peiniger. Ruth Rehwald aber mag gesprochen haben zu Janko, dem Jungen aus Mexiko, als das Gift aus der Dessauer Zuckerfabrik ihren Atem nahm. Und Anne Frank hinterließ ein Tagebuch. Und sie starb, nur Tage bevor befreit wurde das Lager Bergen-Belsen. Hannah Brady aber ließ einen Koffer zurück bei den Lebenden, als die Mörder sie ins Gas stießen. Da war sie 13. Und mit ihnen 6 Millionen. Und mit 6 Millionen 50 Millionen vom Hafen des Lebens in das Meer des Todes. Ach, Esther Bejarano, sing uns die Lieder. Ach, Tadeusz Borowski, schreib auf das Grauen. Ach, Soldaten der 322. Infanteriedivision der 1. Ukrainischen Front. Euch danken 7200 und wir, denen Zahl mehr ist als Nummer. Grüßt Pawel Alexejewitsch Korotschkin. Haltet die Gewehre bereit.